Gut, herzlich willkommen heute Abend. Danke fürs hier hinkommen. Danke auch den Organisatoren von Leben 2012 für das Organisieren von diesem Anlass, den Vorträgen von den nächsten zwei Abenden und natürlich das Seminar Samstag und Sonntag, das ich geben werde, zum selben Thema. Wir sprechen heute über Medialität und Intuition. Ich möchte, um anzufangen, mit euch eine Geschichte, eine Begebenheit teilen, die vor 7, 8 Jahren in Bolivien passiert ist, um euch zu zeigen, wie Intuition oder Medialität im Alltag benutzt werden kann. Vielleicht wissen es die einen oder anderen von euch von meiner Webseite, dass ich früher ein Fernsehprogramm in Bolivien hatte und an einer der Ausstrahlungen war ich zusammen mit einer Co-Moderatorin, einer bekannten bolivianischen Journalistin, um über die Zukunft Boliviens zu sprechen, das heißt, ich habe medial analysiert und sie hat Fragen gestellt. Wir saßen da, als plötzlich durch ihr Ohrstöpsel-Mikrofon eine Durchsage kam, die sie stutzen ließ, für einen Moment innehalten und dann nervös aufgestanden ist und mitgeteilt hat, dass unbedingt eine Dame jetzt gleich in den Saal kommt oder ins Studio. Die Dame kam zu uns, sie war aufgelöst, hat geweint, in der einen Hand eine Fotografie von einem kleinen Mädchen und in der anderen Hand ein Teddybär. Die Dame hat sich zu uns hingesetzt und erzählt, dass ihre Tochter seit 4 Tagen verschwunden ist. Der Schmerz, den sie in sich tut, war so stark spürbar, dass sich das Herz von allen sämtlichen anwesenden Personen versteifte. Sie hat dann gebeten, dass wir ihr helfen würden, das Publikum anhand von möglichen Informationen und mich natürlich durch das mediale Analysieren des Falles, um zu sehen, was überhaupt passiert ist. Ich habe dann meine Tarotkarten vor mir rausgelegt. Ich arbeite manchmal mit Tarotkarten, meistens mit Aura lesen und habe dann 2, 3 Karten umgelegt und war sehr erleichtert, als ich sehen konnte, dass das Mädchen noch lebte. Ich habe der Dame das dann mitgeteilt, der Mutter konnte ihr sagen, dass das Mädchen noch leben würde und durch das weitere Aufdecken der anderen Karten konnte ich auch den Täter beschreiben, ein Profil geben. Ich konnte sehen, was er arbeitet, wo ungefähr zu suchen sei. Und was noch wichtiger war, ich konnte sehen, dass Mutter und Tochter sehr, sehr, sehr bald wieder vereint sein würden. Die Mutter hat sich bedankt und ist dann wieder gegangen. Stunden später wurden wir informiert vom Fernsehkanal, dass ein Unbekannter anonym das Mädchen abgeliefert hat beim Fernsehkanal, und zwar weil er Angst gehabt hätte, dass er von der Polizei identifiziert werden könnte und bevorzugt hat, das Kind so zurückzugeben. Ein wunderbares Beispiel, wie Intuition oder Medialität funktionieren kann. Intuition ist, wie ihr hier lesen könnt, eine Kraft, die jeder von uns in sich trägt. Wir tragen in uns verschiedene Teilaspekte, die uns als Mensch wertvoll machen. Das eine, wohlbekannt, Kreativität, Kunst, ein Aspekt, der jeder von uns in sich trägt. Oder logisch-rationelles Wissen. Jeder von uns kann Sprachen lernen, Algebra oder Mathematik, etwas, das wir in der Schule jahrelang üben. Was wir leider vergessen in unserer Gesellschaft, zumindest stark in Mitteleuropa, ist das Schulen der Intuition. Wenn wir Intuition einen Schritt weiter tragen, kommen wir zur Medialität und deswegen auch der Titel, der Intuition als wohl auch Medialität zusammenbringt. Mit anderen Worten, Medialität ist nichts anderes als eine stark ausgeprägte Intuition. Wir können auch sagen, dass intuitives Arbeiten wäre ein Hobbymusiker,
Und mediales Arbeiten wäre ein Berufsmusiker oder jemand, der sehr viel Talent für Intuition in sich spürt und trägt und diese im Alltag einsetzt, um sie medial zu Dienste zu stellen. Ich möchte euch nun ein wenig über mich erklären, damit ihr überhaupt wisst, wer ich bin. Wie schon gesagt, vielleicht hat der eine oder andere von euch im Internet über mich gegoogelt, das macht man ja heute, bevor man irgendwo hingeht. Ich bin, wie ihr von meinem Akzent her hört, nicht von hier, auch nicht von Deutschland, sondern aus der Schweiz ursprünglich und lebe seit 20 Jahren im Ausland. Ich habe 14 Jahre in Südamerika gelebt, davon 12 in Bolivien. Danach bin ich von Bolivien weg. Ich wurde eingeladen nach New York, um dort Fernsehen zu machen. Ich hatte auch Fernsehauftritte in Miami, New York und in Los Angeles. Ich wurde eingeladen, um mit Medialität und Intuition zu sprechen. Bin jedoch nach 10 Monaten wieder aus New York weg, und zwar nach 14 Jahren in Südamerika war mir New York zu steril, es war mir auch irgendwo zu langweilig und zu ruhig, und ich bin dann nach Beirut gezogen und war dann fast 4 Jahre im Mittleren Osten. Ich habe da Kurse gegeben über Meditation, über Medialität, ich habe Kunden beraten, bin in Ländern eingeladen worden, Iran, ich war in Afghanistan, Irak, Syrien, Jemen, Israel, immer um Vorträge zu geben, Einzelsitzungen zu halten, Menschen über die Kraft der Medialität zu unterrichten oder zu zeigen, wo sie herkommt. Ich hatte 1999 ein vermisstes Flugzeug gefunden, und zwar auch durch meine Intuition. Der Fall war so, dass ich angerufen wurde von einem Familienmitglied, Angehörigen von einem der vermissten Passagiere, weil die Maschine bereits 4 Tage vermisst war. Man wusste nicht, ob die Passagiere noch leben oder nicht. Ich habe dann den Anrufer gebeten, bei mir zu Hause vorbeizukommen, zwar mit einer Fotografie vom Familienangehörigen, vom Vermissten, um zu sehen, ob er noch leben würde oder nicht. Anhand der Aura konnte ich sehen, dass die Person noch lebt. Wir werden später ein bisschen mehr über die Aura sprechen. Und als nächstes dann den Gesundheitszustand beschreiben, nicht nur vom vermissten Familienangehörigen, sondern auch den anderen Passagieren. Es war nicht ein großes Verkehrsflugzeug, sondern eine private Piper mit 6 Passagieren, inklusive Pilot und Co-Pilot. Ich konnte dann anhand einer Landkarte zeigen, wo das Flugzeug gefunden werden kann. Die Suchtrupps sind dann dorthin geflogen, haben die Maschine tatsächlich auch gefunden und die Passagiere, Gott sei Dank, wie von mir beschrieben, alle leben. Das hat dann eine neue Welle ausgelöst, in eine neue Dynamik in meine Arbeit gebracht. Ich wurde dann immer wieder angerufen von Polizeistellen und Familienangehörigen von Vermissten. Oder entführten Menschen, konnte, soweit es gut möglich war, helfen. Und im Mittleren Osten auch Vorträge, auch gerade hier diese 2 Artikel auf Französisch aus dem Libanon. Ich analysiere auch sehr viel politische Situationen, wenn Journalisten oder Politiker wissen wollen, ob eine Situation stabilisieren wird oder nicht. Ich arbeite als medialer Berater, als Remote Viewer. Remote Viewing ist eine Technik, die in den 80er Jahren und 70er Jahren in den USA entwickelt wurde, um die Kraft der Intuition zu benutzen, ferne Orte zu analysieren und beschreiben. Ich gebe Kurse zu Meditation, Vorträge zu Intuition und schreibe Bücher und Artikel. Gut, wer sind wir? Wir sind nicht nur eine Masse bestehend aus Fleisch und Knochen und Flüssigkeit und ein bisschen Gehirn, sondern wir sind auch eine Seele. Wir sind ein Wesen, das verschiedene Aspekte in sich trägt, das ein, ich nenne es auch
holistisches Wesen ist. Wir besitzen auf der einen Seite eine Seele, ein energetischer Körper, das wäre die Aura, und auf der anderen Seite ein physischer Körper, das wäre das, was wir mit den zwei Augen wahrnehmen können. Jetzt, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch ein Bild visualisieren von euch in einem Stuhl, Körper und Gehirn. Und in einem anderen Stuhl visualisiert ihr euch euren Zwillingsbruder oder eure Zwillingsschwester, eure Aura, euer Energiekörper, euer, wir können auch sagen, intuitiver Körper und dessen Gehirn oder Intelligenz. Diese Intelligenz nennen wir Intuition. Und wenn diese Intelligenz sehr stark entwickelt ist, nennen wir es Mentalität. Wenn wir geboren werden, normalerweise sind wir ziemlich gut in Verbindung mit diesem Zwillingsbruder oder dieser Zwillingsschwester. Wir haben einen sehr direkten Draht zu unserer intuitiven Intelligenz. Leider erst später durch die Erziehung werden viele von uns getrennt von diesem Wesen. Wir verlieren die Verbindung und wissen nicht, wie hinhören. Und wenn wir zufälligerweise mal was hören, dann tun wir Sachen, dann das Gefühl, das sei Fantasie oder irgendwelche Wahnvorstellungen. Das heißt, wir schneiden noch zusätzlich diese Verbindung zu diesem höheren Wesen. Was viele von uns nicht wissen, ist, dass genau dieses Wesen, dieser höhere Aspekt, unsere Kräfte kennt, unsere Potenziale, unser Talent und gleichzeitig auch diese unabhängige Intelligenz, die wir, wie schon gesagt, Intuition nennen. Viele Menschen, und das ist eine falsche Vorstellung, haben das Gefühl, dass Intuition eine Sammlung oder ein Wissen, eine Ansammlung vergangener Informationen sei. Das heißt, Erfahrungen, die wir bereits erlebt haben, sammeln wir in einem Becken an Wissen und können so durch Rückschlüsse ziehen in bestimmten Situationen, die auf uns zukommen. Und das sei Intuition. Das ist nicht so. Das ist Logik, das ist rationelle, geistige, mentale Intelligenz. Intuition kann Erfahrungen analysieren, bevor wir ihnen überhaupt schon begegnet sind. Intuition kann Eindrücke erhalten zu möglichen Situationen, die auftreten, oder Intuition kann Schwingungen, Energien von anderen Menschen oder Situationen erkennen, bevor sie überhaupt auftreten. Viele von euch, ich würde sogar sagen, alle von euch haben, ohne es zu merken, tagtäglich intuitive Wahrnehmungen. Ich gebe euch hier zwei einfache Beispiele. Das erste Beispiel. Ihr sitzt zu Hause, schaut fern oder lest ein Buch. Plötzlich denkt ihr an jemanden, es kommt euch jemand in den Sinn. Ihr seht vor eurem inneren Auge, geistigen Auge, das Bild einer Person, die ihr kennt. Und Minuten später ruft diese Person an. Kennt ihr alle, oder? Was passiert hier? Wir können es wieder anhand dieses Beispiels hier erklären mit diesen zwei Aspekten von uns, dem physischen Wesen seiner Intelligenz und der intuitiven, dem intuitiven Wesen seiner Intelligenz. Im Moment, in dem wir einer Person begegnen und sie kennenlernen, wir geben uns die Hand, tauschen Visitenkarten aus, entsteht nicht nur ein physischer, eine emotionale Verbindung, sondern auch eine intuitive Verbindung. Das heißt, unsere Augen und unsere Energiekörper werden miteinander verknüpft. Diese Verknüpfung wird nicht unterbrochen oder geschnitten durch Distanz, sondern ist über Raum und Zeit existent. Das heißt, egal ob wir uns physisch Distanz trennen oder zeitlich lange trennen, die Beziehung bleibt trotzdem. Wenn nun der eine von uns an den anderen denkt, weil er ihn anrufen möchte, sendet dieser unbewusst Informationen durch dieses intuitive Wesen zum anderen. Und wenn der andere intuitiv ist, offen für seine
intuitiven Wahrnehmung spürt er diese Verbindung und visualisiert sich das Bild von der anderen Person. Und dementsprechend wäre er auch nicht überrascht, wenn er dann plötzlich den Anruf erhält. In diesem Fall sagt man dann nicht, ach, so ein Zufall, jetzt habe ich erst gerade vor 2 Minuten an dich gedacht und du rufst mich an. Sondern dann sagt man, siehst du, ich wusste, dass du mich anrufen würdest, weil ich habe dich gespürt. Ein anderes Beispiel ist ein bisschen komplizierter, aber funktioniert genauso. Ihr seid in einem Restaurant oder in einem Einkaufszentrum, plötzlich denkt ihr an jemanden, es kommt euch jemand in den Sinn, ihr spürt jemanden und siehe da, wenige Minuten später begegnet ihr diesem jemanden. Jetzt der einzige Unterschied hier ist, dass keiner der Zweien bewusst einen Anlauf oder eine Handlung unternahm, diese Begegnung zu provozieren. Und dennoch ist der Ablauf derselbe. Erinnert euch an das, was ich vorhin sagte. Intuition und menschliche Verbindung zwischen zwei, die sich kennen, ist nicht Raum- und Zeitbedingt. Das heißt, euer Energiewesen, euer intuitives Wesen ist euch immer einige Meter und Minuten oder Stunden und Kilometer voraus. Wenn ihr nun irgendwo spaziert und eine Person, die ihr kennt, kommt in diesen Radius, gibt sich eine Reaktion zwischen euch zwei, euer intuitives Wesen sendet die Information zurück, dass der andere, den ihr kennt, ganz in der Nähe ist. Ihr nehmt diese Information wahr, ihr spürt sie, ihr visualisiert die Person und wisst, dass die Person in eurer Nähe ist. Ich möchte an diesem Punkt eine sehr simple Übung mit euch machen, die euch zeigen kann, wie diese Wahrnehmung funktioniert. Es ist eine Meditation, die nicht lange ist. Ich nehme an, die meisten von euch wissen, was Meditieren ist. Und jene, die damit noch nicht vertraut sind, erkläre ich es kurz. Meditation ist nichts anderes als eine Verbindung zu seinem inneren Wesen oder, um auf diese Begriffe zurückzugehen, eine bewusste Verbindung mit seinem intuitiven höheren Selbst. Wie ich schon gesagt habe, hat dieses intuitive höhere Selbst eine eigene Intelligenz. Und diese eigene Intelligenz kann sehen, fühlen, hören, riechen, reisen, handeln, schützen, etc. Wir machen jetzt eine Übung, in der wir versuchen werden, diese innere Intelligenz bewusst zu spüren und mit unserem inneren Auge etwas spüren oder visualisieren können. Ganz einfach, die Meditation wird geführt sein, das heißt, ihr müsst nur meinen Worten folgen, sie wird auch nicht lange sein. Wenn sich jemand ein bisschen komisch fühlt, darf er auch die Augen öffnen, kein Problem. Ich möchte euch bitten, euch jetzt mit mir hinzusetzen. Ich bin ja schon ganz entspannt. Und schließt deine Augen. Atme tief durch. Entspanne deinen Körper, atme regelmäßig durch regelmäßiges Atmen entspannst du dich und löst du dich von auch geistigen, intellektuellen, mentalen Denkaktivitäten. Du kannst auch, um dein Gehirn zu beruhigen und entspannen, dir eine weiße Wolke in deinem Kopf vorstellen, die sämtliche Gedanken aufsaugt, wie ein Staubsauger, damit Ruhe und Entspannung nicht nur in deinem Körper herrscht, sondern auch in deinem Geiste. Entspanne deine Arme, lass deine Schultern hängen, deine Arme, Hände und Finger.
Deine Augen liegen ruhig und entspannt in den Augenhöhlen. Der Kiefer locker. Und versuche dich jetzt mit deinem inneren Wesen, deinem höheren Selbst zu verbinden oder deiner eigenen Intuition. Das machst du folgendermaßen. Du konzentrierst dich nicht mehr auf deinen Körper, sondern versuchst, dein näheres Umfeld zu spüren. Zu Beginn jetzt konzentrierst du dich auf die Person zu deiner Linken. Wenn du möchtest, kannst du den Kopf auch etwas zur linken Seite drehen und mit deinen geschlossenen physischen Augen, aber deinen intuitiven Augen zur Person zu blicken. Und versuchst dir mit deinem inneren Auge die Person zu deiner Linken zu visualisieren. Sitzt niemand zu deiner Linken, so kannst du eine Person vor dir oder hinter dir auswählen. Versuche zu spüren, wie die Person ist. Das ist, spielt auch keine Rolle, wenn der Stuhl zu deiner Linken leer ist, dann kann es auch erst im übernächsten oder überübernächsten Stuhl sein. Wir arbeiten hier nicht mit unserer Fantasie, sondern wir visualisieren mit unserer Intuition. Löse dich nun von der Person zu deiner Linken. Mit deiner Aufmerksamkeit gehst du nun nach rechts, visualisierst dir die Person zu deiner Rechten, versuchst ihre Energie zu spüren, vielleicht siehst du Bilder, vielleicht ist es einfach nur ein Fühlen, eine Ahnung. Und gleichzeitig versuchst du nun zu sehen, ob du einen Unterschied wahrnehmen kannst zwischen der Person zu deiner Linken und zu deiner Rechten. Sollte niemand zu deiner Rechten sitzen, dann kannst du jemanden hinter dir oder vor dir wählen. Versuche zu vergleichen, ob du diese zwei Personen unterschiedlich wahrnimmst. Langsam über deine Augen, wenn du so weit bist. Du kannst da wieder tief durchatmen, dich leicht bewegen. Wer hat das Gefühl, er hätte einen, zuerst einmal, wer hat das Gefühl, er konnte etwas erahnen oder fühlen, kurz Hand hoch? Doch einige, ja, die meisten sogar. Wer hat das Gefühl, er konnte einen Unterschied spüren, sehen, wahrnehmen zwischen der Person links und rechts, wieder kurz Hand hoch, auch wieder einige. Gut. Viele von euch werden schon Erfahrungen haben mit diesen Themen, sonst würden sie nicht hier sitzen. Und dennoch ist diese Übung, ich würde sagen, eine der einfachsten, aber effektivsten Übungen, um das intuitive Auge zu schulen. Je mehr ihr mit der Kraft der Visualisation arbeitet, umso mehr und umso einfacher fällt es euch, Bilder zu sehen, wahrzunehmen, Menschen spüren zu können, das Energiefeld. Ihr habt euch hier den Energiekörper eures Nachbarn visualisiert. Es gibt übrigens auch ganz lustige Übungen, die man machen kann, um sich selbst zu testen. Zum Beispiel, wenn ihr in der Zeitung lest von einem Sportevent, jetzt ist US Open, Tennis zum Beispiel, versucht euch vor dem Spiel die Energiefelder und die Augen der zwei Spieler zu visualisieren und versucht zu spüren, welcher der beiden nach dem Spiel eine zufriedenere und stärkere Energie ausstrahlt. Schreibt euch das auf und schaut dann, wie das Spiel tatsächlich ausgeht. Oder ihr habt einen Freund oder Familien,
Angehörigen, der ein Vorstellungsgespräch oder eine Prüfung hat. Konzentriert euch in eurer Übung auf den Moment nach der Vorstellung oder der Prüfung und versucht euch das Energiefeld von dieser Person zu visualisieren und zu spüren, ob sich das eher zufrieden, erleichtert oder traurig und unzufrieden anfühlt. Schreibt euch auf und nach Eintreten der Situation versucht für euch zu sehen, wo ihr richtig gelegen seid und wo nicht. In meinen Sitzungen, die ich mit Einzelkunden mache, sehe ich immer wieder bei Frauen Energiekörper, Seelen von noch nicht geborenen Menschen. Das sind dann Menschlein, die erst in Zukunft geboren werden. Das heißt, ich kann dort das Energiefeld der intuitiven Körper bereits wahrnehmen, selbst vor der Befruchtung. Je nach Kundin wird diese Nachricht mit Freude aufgenommen, andere mit Schrecken und Sorgen. Aber normalerweise ist es tatsächlich so, dass in diesem Feld zwischen 3 bis 6 Monaten eine Schwangerschaft eintritt. Interessant ist zu sehen, und ich mache diese Tätigkeit jetzt doch schon 20 Jahre, wie sich Kinder, die ich vor Jahren gesehen habe, als Energiewesen auch tatsächlich entwickeln. Und Menschen, die die Möglichkeit haben, natürlich und mit sich selbst in Verbindung groß zu werden, oft auch tatsächlich in Verbindung treten mit ihrem inneren Talent. Weil ihr gesellschaftliches Umfeld ihnen die Möglichkeit gibt, mit ihrer Intuition, ihrem intuitiven Wesen in Verbindung zu bleiben und somit auch das eigene Talent zu spüren. Intuition kann eingesetzt werden in vielen Möglichkeiten. Wir haben jetzt viel über die Möglichkeit gesprochen, andere Energien zu sehen oder wahrzunehmen. Intuition kann aber auch das eigene Talent zum Ausdruck bringen. Viele von uns gehen einen Beruf nach, üben eine Tätigkeit aus, von der sie spüren, dass sie ihnen nicht entspricht und sind erstaunt, wenn sie nicht zufrieden sind und nicht erfolgreich. Andere hingegen machen das, was sie spüren, was ihnen entspricht, was aus ihrer Seele kommt und sind normalerweise oft auch erfolgreich in dem sie machen, wobei sie ihren Erfolg nicht nur mit finanziellen Erfolg werden lässt, sondern auch emotional, psychisch, psychologisch etc. Sogenannte talentierte Kinder oder Menschen überhaupt sind nichts anderes als Menschen, die ziemlich direkt und klar in Verbindung sind mit ihrem intuitiven Selbst. Wenn wir von unserem Energiewesen sprechen, sprechen wir auch von der Aura. Ich bin bestimmt, habe ich diesen Ausdruck schon gehört. Aura, Energiefeld, es gibt eine Kamera, die Kirlian-Kamera, die Aufnahmen von der Aura machen kann. Jetzt nicht nur wir Menschen haben ein Energiefeld und eine Aura, sondern auch die Natur. Wir sehen hier Bilder von Blättern, Apfel und Pilz, mit deren Energiefeld, mit deren Schwingung. Jetzt, was interessant ist, ist dieses Bild hier von den zwei Pilzen, und zwar deswegen, weil der Pilz links ein natürlicher, also organischer Pilz ist, und der rechts ist ein genmanipulierter Pilz, das heißt ein künstlich veränderter Pilz. Der links kräftig, natürlich auch sehr nährwerthaltig, und der rechts eher schwach in seiner Ausstrahlung und bestimmt auch in seinen Nährstoffen nicht unbedingt so gut oder gesund wie der links. Mit uns Menschen verhält es sich genauso. Menschen, die mit ihrer Seele, mit ihrem Wesen in Verbindung stehen, haben eine kräftige Ausstrahlung. Andere Menschen, die gegen ihren Fluss oder Strom schwimmen, sehr oft eine schwächere und oft auch traurige Aura, kann man sagen. Übrigens ganz interessant, ihr kennt bestimmt das Bild von Großstädten, Bettler, Loschas,
Obdachlose in Parks, oft physisch verwahrlost, auch geschmacklich nicht unbedingt immer sehr angenehm. Und währenddem der sogenannte zivilisierte Mensch, gewaschen, geduscht etc. Und von der Kleidung und von der Präsentation her fast perfekt. Oft sieht es aber anders aus, wenn wir nun mit dem Energiekörper der Menschen arbeiten und uns auf deren Energiefeld konzentrieren. Da sehen nämlich sehr, sehr viele Menschen, auch in Großstädten und in sogenannten zivilisierten Ländern, in ihrem Energiekörper genauso aus wie ein Obdachloser. Die haben eine eigene Ausstrahlung, eine Energie, die sieht aus wie ein Obdachloser in einer Großstadt. Das heißt, verschmutzt nicht unbedingt sauber und auch sehr schwer. Ideal wäre es, dass jeder von uns hört und spürt, wo er seine Talente hat, wie er mit ihnen in Verbindung treten kann und wo im Alltag er sie ausleben kann. Ich möchte euch hier eine andere Übung mit nach Hause geben, die ihr machen könnt. Und zwar, versucht das mal. Koch Reis im Wasser, normal. Und zwar kocht ihn überdurchschnittlich lang, dass er richtig schon fast watschig ist. Gebt diesen Reis jeweils in Gläser, gleich viel Reis in dasselbe Glas. Deckt es ab, dass das Glas mit einem Tuch, haltet das Tuch immer etwas feucht. Und dann bringt diese zwei Gläser in zwei verschiedene Räume. Mit dem einen Glas meditiert ihr immer wieder negative Energien projizierend, das Glas anfluchen, ihr könnt dort auch auf eure ganze Wut hinein projizieren, mit anderen Worten, euch selbst therapieren, ihr startet euch sozusagen nach dem Psychologen. Und mit dem anderen Glas im anderen Raum macht ihr dasselbe, aber ihr konzentriert euch nur in positive Gedanken, sendet nur positive Energien. Oder schaut das Glas oder den Becher an und projiziert nur gute Ideen. Beobachtet, was in diesen zwei Gläsern passiert, wie sich die entwickelt. Und ihr werdet sehen, dass in Tagen bereits visuell eine Veränderung erkennbar ist. Das ist nämlich der Reis, den man verflucht, schneller, dunkler, schwindiger wird als der andere. Und ich habe das selbst auch schon gemacht, das funktioniert tatsächlich. Ist ein einfaches Experiment, um zu sehen, wie Energien funktionieren. Gut. Nicht nur Natur hat seine Energien, sondern auch die Elemente. Wir haben hier wieder drei verschiedene Fotografien. Und zwar ganz links seht ihr ein Blatt. Was interessant ist, ist, dass von diesem Blatt die mittlere Spitze abgeschnitten wurde und mit einer speziellen Kamera eine Foto gemacht und trotzdem noch die Schwingung der Spitze wahrgenommen. Das mittlere Foto sind zwei Metallmünzen, auch diese eine Ausstrahlung und ganz rechts ist eine Fotografie von einem Wassermolekül. Auch hier gibt es verschiedene Versuche, bestimmt habt ihr davon gehört, wie Wassermoleküle durch die Projektion von Gedanken energetisch verändert werden können, positiv oder negativ. Jetzt, was hat all das mit Intuition und Medialität zu tun? Sehr viel. Ich benutze nämlich absichtlich diese Beispiele, um euch zu zeigen, wie alles um uns, in uns, mit allem, was wir uns bedienen tagtäglich, als Grundsubstanz energetisch ist. Das Kind, das geboren wird, ist Energie, bevor es gezeugt wurde. Der Mensch wächst und ist Energie. Lebt er in einem organischen Umfeld, in einem energetisch sauberen Umfeld und gesellschaftlichen, kann er sich so entwickeln, dass er mit dieser Energie in konstanter Verbindung bleibt. Wenn der Mensch stirbt, bleibt er immer noch Energie. Der Körper stirbt, aber sein Energiewesen bleibt. Was sind sogenannte Geistwesen?
Geister oder Verstorbene sind nichts anderes als Menschen ohne physischen Körper. Leider nehmen die wenigsten von uns die Möglichkeit wahr, während dem Leben mit diesem feinstofflichen Körper in Verbindung zu treten. Unsere Intuition lässt sich über verschiedene Kanäle wahrnehmen. Die meisten von uns, und ich sehe das in meinen Kursen immer wieder, die sehen. Wir machen hier jetzt auch eine kurze Umfrage. Wer von euch konnte visualisieren, als ihr die Übung gemacht habt? Das heißt, wer konnte eine Energie vom Nachbarn visuell wahrnehmen? Kurz Hand hoch. Gut. Wer hat nichts gesehen, aber gespürt, dass da was ist und Unterschiede gespürt, ohne zu sehen? Auch einige, erstaunlich viele, aber etwas wenige. Gut. Das sind die zwei häufigsten Wahrnehmungsformen der Intuition. Sehen und fühlen. Unsere Intuition zeigt sich uns meistens durch Bilder. Übrigens gehören hier Träume dazu. Unser höheres Selbst wählt oft Träume, um uns Nachrichten zu senden. Warum? Ganz einfach deswegen, weil wir im Alltag so beschäftigt sind, dass wir nicht die Zeit haben, mit unserer Intuition in Verbindung zu treten und zu spüren, worum es geht. Stellt euch mal euer armes, höheres Selbst vor. Das versucht an die Türe zu klopfen bei euch, das will euch Nachrichten geben, das versucht sich aufmerksam zu machen und alles, was wir machen, ist, wir scheuchen es weg, wir schieben es weiter weg, wir wollen nicht hinhören und wir schließen uns. Die armen Dinge müssen teilweise richtig verzweifelt sein. Dann bleibt halt oft nichts anderes übrig, als, wenn der Mensch schläft, anzuklopfen, weil dann ist er noch nicht so viel im Kopf, blockiert nicht so viel und sich bemerkbar machen. Das Interessante hier ist, und das ist mir schon relativ bald aufgefallen, als ich mit meinen Kursen angefangen habe, ist, dass die Sprache, die intuitive Sprache in den Träumen dieselbe ist wie jene der Visionen oder intuitiv-medialen Durchsagen. Das heißt, wenn ihr träumt, und ihr wisst, dass in euren Träumen von Hunden zu verfolgt werden, bedeutet Gefahr. Weil ihr wisst es, ihr habt das analysiert und ihr kennt eure Traumsprache. Dann könnt ihr davon ausgehen, dass dasselbe Bild in einer intuitiven Vision oder Durchsage im Alltagszustand dasselbe bedeutet. Die intuitive Sprache zu verstehen, ist leider gar nicht einfach. Ich gebe immer wieder Kurse, wir machen 2 Tage lang Übungen. Die Menschen machen unglaubliche Fortschritte. Sie sehen Bilder, sie riechen, sie erhalten Durchsagen, sie spüren plötzlich lange vergessene Erinnerungen wieder oder Veranlagungen und nehmen sich so viel vor, diese umzusetzen. Leider ist es dann so, dass der Alltag allzu oft den Menschen wieder einnimmt, vergessen lässt, was er gespürt oder gesehen hat und das Ganze wieder in den Hintergrund gedrängt wird. Möchten wir uns mit der Sprache der Intuition vertraut machen, müssen wir üben. Wer von euch spricht eine 2. Fremdsprache? Hand hoch? Viele. War es eine Frage von Wochen, die Sprache fast perfekt sprechen zu können? Monate oder sogar länger? Länger, gut. Versucht mal Russisch oder Arabisch zu lernen und dann Dostojewski zu lesen. In seiner Sprache. Oder Borges in Spanisch, je nachdem. Ich habe 12 Jahre in Bolivien gelebt, 14 Jahre in Südamerika und habe mit vielen Autoren noch heute Probleme, um zu verstehen, was es wirklich geht, um was es wirklich geht. Instrumente dasselbe. Wenn ihr ein Instrument lernen wollt, benötigt es Wochen, Monate, Jahre, um sehr gut spielen zu können. Mit der Intuition verhält es sich nicht anders. Das Wissen der Intuition baut sich Schritt für Schritt auf und genau deswegen gebe ich auch Seminare,
wie ich sie Samstag, Sonntag gebe. Seminare, in denen der Mensch vertraut wird mit seiner Intuition und wieder lernt darauf zu hören oder zu sehen. Und jetzt kommen wir wieder auf das zurück, was ich vorhin angefangen habe. Wie schon gesagt, es gibt verschiedene Formen der Wahrnehmung und der Intuition. Die wohl häufigsten sind visuell, sehen. Wir nehmen intuitive Nachrichten wahr. Und hier gehen wir wieder ganz an den Anfang zurück mit dem Bild von der Person, die wir uns visualisieren, weil sie uns anrufen möchte. Ohne es zu erahnen, ist nämlich auch das eine intuitive Durchsage. Ihr könnt euch das Ganze fast vorstellen wie eine Befehlskette in der Armee. Für jene, die Armee gemacht haben, und hat sie nicht, ich benutze das Beispiel trotzdem. Da sieht irgendeiner etwas, leitet das weiter an den Unterstand, und der leitet das weiter an den Funk, und der leitet das wieder weiter an den Kommandanten, und der zum Oberst, und dort in der Kommandozentrale wird das Ganze analysiert. Mit der Intuition ist es genauso. Die intuitive Wahrnehmung, weit weg von uns, sieht, dass jemand mich anrufen möchte, trägt diese Information zu mir, mein intuitives Selbst sendet an mein Großgehirn die Gedanken und sagt, schau mal, dieser oder jene ruft an. Das Gehirn arbeitet nun am Prozess, sucht irgendwo in den Tiefen meines Wissens das Bild von dieser Person, das Porträt, und erschafft dieses Bild in meinem Kopf. Und mein inneres Auge nimmt dieses Bild wahr. Mit anderen Worten, das, was wir Gedanke nennen, ist sehr oft eine intuitive Wahrnehmung. Ich gehe sogar so weit, und ich würde euch das auch empfehlen, vor allem dann, wenn ihr eure Intuition trainieren möchtet, vergesst das mit den Gedanken und versucht damit zu spielen, dass das meiste davon intuitive Wahrnehmungen sind. Das nächste Mal, wenn ihr öfters an jemanden denkt, ruft ihn an oder schreibt eine E-Mail. Fragt ihn, wie geht's dir? Ihr könnt sogar sagen, du, ich habe dich in den letzten Tagen so oft gespürt oder ich habe dich immer wieder gesehen. Wie geht's dir? Oder kurz anrufen. Oder wenn ihr ihn ganz verblüffen wollt, schreibt eine E-Mail und sagt, du, willst du was von mir? Und dann schaut ihr mal, wie er reagiert. Ihr werdet erstaunt sein, wie das funktioniert. In dieser Form der visuellen Wahrnehmung intuitiver Bildung unterscheide ich zwischen zwei Hauptgruppen. Die eine Hauptgruppe sind statische Bilder, das sind vergleichbar mit Fotografien. Das andere sind sogenannte laufende Bilder, also Filmchen. Zum Beispiel, wenn ihr euch das Bild eines Kollegen, eines Bekannten visualisiert, weil ihr euch anrufen will, seht ihr vielleicht das Porträt von ihm. Oder ihr seht vielleicht, wie er auf dem Fahrrad sitzt, weil ihr ihn so irgendwann mal gesehen habt, wie eine Fotografie. In anderen intuitiven Wahrnehmungen seht ihr vielleicht einen Film, der abläuft. Zum Beispiel, ihr seht diese Person nicht nur starten, sondern ihr seht, wie sie auf euch zukommt. Oder ihr seht, wie er humpelt, obwohl er gesundheitlich noch okay war, als ihr ihn das letzte Mal gesehen habt. Gut, und dann unterscheide ich wieder bei den Bildern in Untergruppen, und zwar unterscheide ich in reale Visionen oder Bilder und Metaphern. Reale Visionen oder Bilder, intuitive Wahrnehmung, sind jene, die euch ein Bild eins zu eins wiedergeben. Zum Beispiel, ihr seht, wie dieser jemand zufrieden und glücklich ist mit einem weißen Kleid, und für euch gibt euch das Gefühl, er ist frisch verliebt oder heiratet, und dann ruft ihr an und dann ist es tatsächlich so. Oder ihr träumt von jemandem und seht, wie er einen Unfall hat, und dann ruft ihr an und er hatte tatsächlich einen Unfall. Das sind die sogenannten realen Bilder. Metaphern wären etwas anderes. Zum Beispiel, ihr habt ein Vorstellungsgespräch, ihr bereitet euch auf dieses Vorstellungsgespräch nicht nur beruflich vor, indem ihr ein gutes Curriculum zusammenstellt und euch gut anzieht, sondern ihr meditiert auch mit der Person und spürt plötzlich, wie ihr Drachenflügel hat und Feuer steigt.
Jetzt ist die Chance, dass diese Person tatsächlich Drachenflügel hat und Feuerspeit, klein. Aber mit aller Wahrscheinlichkeit, wenn ihr ihn begegnet, werdet ihr sehen, dass das eine sehr aggressive oder auffällig dynamische Person ist, die die Tendenz hat, euch mit eurem Gespräch zu unterdrücken oder anzufangen. Das wäre dann eine Symbolik. Oder wenn ihr über den Ausgang eines Geschäftes meditiert und plötzlich seht ihr einen Baum wachsen und an diesem Baum wachsen Goldäpfel, dann wäre auch das eine Symbolik. Und hier geht es, und da kommen wir wieder auf das Lernen zurück, hier geht es darum zu wissen, was jedes einzelne Bild bedeutet. Und hier übrigens ist in meines Erachtens die Gefahr von Trauminterpretationsbüchern. Und zwar ganz einfach deswegen, weil, und das kenne ich auch von meinen Kursen, die Symbolik, klar, die hat immer eine archetypische Bedeutung, aber die Grundbedeutung ist sehr individuell. Zum Beispiel, wenn ihr immer wieder von Hunden träumt und dann lest ihr in einem Traumbuch, dass Hunde Gefahr bedeutet. Aber ihr mit Hunden aufgewachsen seid und von Hunden immer beschützt wurdet und für euch Hunde Zufriedenheit und Schutz bedeuten, dann ist das nicht Gefahr, sondern Schutz. Deswegen ist es wichtig, dass wenn man die Sprache der Intuition lernen möchte, dass man sich versucht, selbst seine eigene Interpretation zu verstehen. Da kann man sogar ein Büchlein führen. Das heißt, man führt ein Gespräch mit diesem Hören selbst und lernt es zu verstehen. Gut, wir sind immer noch bei den zwei ursprünglichen Formen des Visualisierens. Dann gibt es auch die Möglichkeit, die Intuition zu hören. Es gibt tatsächlich Menschen, das passiert ja auch, die hören Stimmen. Die hören, nicht wissen woher, aber sie hören ganz klar eine Stimme, die sich von der eigenen unterscheidet. Wieder andere riechen. Es kann sehr gut riechen, es riecht schlecht oder abstoßend oder anziehend. Es gibt sogar Menschen, die riechen Emotionen, die haben plötzlich das Gefühl, sie riechen Gefahr, ohne dieses definieren zu können. Eine weitere Form der intuitiven Wahrnehmung ist über emotionale Gefühle oder körperliche Gefühle. Unser Körper kann auf intuitive Eingebungen reagieren, zum Beispiel Kribbeln im Bauch, ohne zu wissen, wieso. Oder Kribbeln in den Händen oder Kopfweh. Wer intuitiv medial arbeitet, macht sogar Erfahrungen, dass er plötzlich Schmerzen spürt, von denen er weiß, dass sie nichts mit ihm selbst zu tun haben, sondern mit der Person, die er liest oder analysiert. Und auch hier wieder, jeder von uns hat mehr oder weniger Zugänge zu sämtlichen Wahrnehmungsformen der Intuition, aber normalerweise ist es so, dass wir stärker hingezogen sind zu der einen oder anderen dieser Wahrnehmungsformen. Und je mehr wir mit unserer Intuition üben, desto besser lernen wir sie zu interpretieren und wissen auch, wie wir sie hören können und was sie uns sagen will und vor allem, durch welche Art und Weise sie sich uns bemerkbar macht. Gut, wir machen jetzt 15 Minuten Pause, dann geht es weiter. Ich werde auch hinten bei den Büchern sein, wenn jemand eine Signatur nachdenkt, darf er gerne nach hinten kommen. Danke.